Der Abgeordnete Thomas Schellenbacher ist der nächste Redner. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen. Sehr geehrter Herr Bundesminister, ich werde Ihre Anregungen aufgreifen und versuche jetzt ausschließlich über das Elektrotechnikgesetz zu sprechen und kann Ihnen aber auch bestätigen, dass dieses Gesetz, wohl wissend, dass es eigentlich technisch keine Änderungen jetzt einbringt, ein sehr gutes ist, und ich habe keine Angst, im europaweiten Vergleich hier nachteilig oder bürokratisch für unsere Unternehmer unterstützend einwirken zu müssen, weil ich mir sehr sicher bin, dass diese Standards schon seit Langem alles erfüllen, was es braucht. Die rechtlichen Voraussetzungen möchte ich aber schon ansprechen, weil rechtlich ist es so, wir reden von notifizierten Stellen und notifizierten Behörden. Die Behörden geben die Richtlinien vor und die notifizierten Stellen exekutieren in Form von Labers die Umsetzungen der technischen Voraussetzungen. Neutral, kostenneutral, so wie ich das aus dem Gesetz lese, ist ausschließlich, dass diese 80.000 Euro, die für die Überwachung eingestellt sind, kostenneutral bleiben. Aber ein Beispiel aus der Praxis: Wenn ich ein Gerät notifizieren lasse auf die Konformität, kostet bei Intron ein Gerät 80.000 Euro. Das war aber schon seit Längerem so. Das lässt sich durch diese Qualität dann künftig wahrscheinlich auch wirtschaftlich verwerten. Und diese Dinge sollte man beim Namen nennen. Das ist wichtig. Wir müssen aber dafür Sorge tragen, dass das auch kontrolliert wird. Die Marktüberprüfung, ob nicht zertifizierte Geräte den Markt verderben und Nachteile bringen, kann man nur regulieren, indem man nachhaltig prüft. Und wenn ich meine, 80.000 Euro kostet so eine Überprüfung, eine Marktstudie kostet 80.000 Euro, ich wünsche Ihnen 80 Millionen Euro, um das zu überprüfen, und nicht dieses Kleingeld. Danke.